Hallo zu einer neuen Folge meines Minecraft Let's Plays. Und letzte Folge ist ja das Baumaterial ausgegangen. Das heißt, diese Folge muss ich irgendwie in eine Höhle rein und Stein und Kohle besorgen, damit ich mir neue Steine bauen kann. Also schmelzen. Und ja, ich gehe mir dafür jetzt... Oder habe ich noch genug? Ja, ich habe sogar Eisen dabei. Dann kann ich mir direkt hier eine weitere Spitzhacke bauen. Zwei mitnehmen. Und dann direkt Steine abbauen gehen. So. Ich denke, ich nehme gerade die Höhle hier. Die bietet sich gerade an. Aber ich gehe weiter runter, sonst sieht es nicht schön aus. Direkt so nah am Haus. So. Ah, hier ist sogar gleich Kohle. Die kann ich mitnehmen. So. Weil die brauche ich dann auch ganz schön, um die ganzen Steine zu braten halt. Und ja, Kohle kann man eben auch brauchen. Ich wollte ja auch noch mit dem einen Villager handeln, weil der ja irgendwie Kohle möchte und dafür diese Smaragde, ich glaube es waren Smaragde, verkauft. So. Also ich denke mal, wenn ich so ein Stack oder zwei Kohle habe und dann darauf so, ja keine Ahnung, 5-6 Stacks Stein, müsste es eigentlich erstmal fürs untere Geschoss reichen und vielleicht noch fürs obere. Mal schauen. So. Vielleicht finde ich zwischendurch sogar noch Eisen, das wäre auch ganz praktisch. Und vielleicht könnte ich den Küchenboden auch aus diesem Jurid und Andesit oder so machen. Also so eine Art, ja, also so ein abwechselndes Muster. Also zum Beispiel hier einmal hell, dunkel und so weiter. Dafür bräuchte ich dann auch diesen Stein und den hier. Aber ich finde, wenn ich Granit nehme, dann ist so ein extremer Kontrast zu den anderen beiden. Dann würde das mit diesem Karo-Muster nicht so gut aussehen, glaube ich. Kann ich ja gleich mal ausprobieren. Da brauche ich auch ziemlich wenig, da kann ich gleich auch noch ein bisschen was mitnehmen. Und ich glaube, ich habe ein Andesit auch schon im Inventar, oder? Ah ne, das ist ein normaler Stein, okay. Ja. So. Ist halt immer eine Arbeit, das Baumaterial zu besorgen. Aber ich denke, ich werde mir dann auch ein paar Öfen oben ins Haus schon mal reinstellen. Und dann schon mal Stein braten, weil das ist blöd, wenn ich die ganze Zeit ins Villagerdorf rüber muss, nur um Steine zu braten. So. Und ich brauche sowieso Öfen in dem Haus. Da komme ich eh nicht dran rum. Also, ich meine, da komme ich eh nicht drum rum, mir da Öfen mal reinzustellen. Weil, wenn das komplett ausgestattet ist, gibt es da halt diesen automatischen und zusätzlich aber auch noch ein paar Öfen. So, falls man mal schnell was braten will. Dann kann man es nämlich besser aufteilen und dann sind in jedem irgendwie nur so 16 Stück oder sowas drin und ja, dann bratet es viel schneller, als wenn man jetzt nur diesen automatischen hat, wo zwei Öfen alles verbrennen müssen. Das ist mehr so nach dem Minenbesuch, wenn man dann einfach das ganze Inventar voll mit Erzen hat, haut man es da rein und kann andere Sachen machen, während es schön durchbrät. So. Wie viel Stein ist es denn jetzt? Okay, noch einen, dann sind es drei Stacks. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ja, da nehme ich jetzt hiervon ein bisschen noch mit und mache daraus den Küchenboden. So. Wie viel habe ich da jetzt? Ja, komm, ich nehme 20 mal. Das reicht dann aber. 16, 17, 18, 19, 20. Genauso davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. 18, 19, 20. So. Und hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Kann ich auch noch schnell mitnehmen. Und, oh, sogar Eisen, das ist auch praktisch. So. Und dann hier noch die paar Kohleblöcke.
hinter denen dann noch mehr Kohleblöcke sind. Hinter denen noch mehr Kohleblöcke sind. Okay, es ist eine große Kohleader. So. Aber jetzt ist es zu Ende, oder? Ist der letzte? Ja, es ist der letzte. Gut. So. Und dann müsste mein Haus dort oben sein. Ja, da ist es. Ich muss auch mal zwischendurch was essen. Ich habe nur noch anderthalb Balken. So. Er hat gleich eins hier. Ist leider kein zweites da. Okay, tut mir leid. So, jetzt mache ich erstmal ein paar Öfen noch. Hier. Ich denke, ich mache mal 6 Stück einfach. So. Die mache ich mal so lang hier hin. Und dann muss ich die Kohle in 6 Teile aufteilen. Mache es am besten auch so, wie die Öfen stehen. Ja, komm. So. Dann kommt in jeden Ofen ein halber Stack rein. Dann müsste es eigentlich einigermaßen schnell gehen. So. Und da unten die restlichen 9 jeweils. So. Und die anderen Steine, die wandle ich jetzt mal in polierten um. Hier. Und mache daraus dann den Fußboden. So. Und die Küche beginnt ja hier. Okay, ich glaube, ich hätte keine insgesamt 40 Blöcke gebraucht. So. Naja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen weiter vorziehen. So. Vielleicht bis hierhin noch. So. Also hier, hier, immer so abwechselnd halt. Nein, da nicht. Da kommt der, wie heißt er? Diorit hin. So. Hier und hier. Und das passt genau. Weil dann hat man so ein bisschen abwechselndes Muster drin und das ist eigentlich ganz okay für die Küche. Weil irgendwie, ich finde, da passt Parkett nicht so gut. So. Und dann im Rest des Hauses gibt es dann diesen Parkettboden. So. Ja, und während die Steine hier noch am Braten sind, kann ich schon mal ein bisschen Holz noch holen, weil das brauche ich dann auch gleich noch zum Bauen. So. Ah, da ist schon einer nachgewachsen und der ist auch nachgewachsen. Das ist ganz gut. Aber ich gehe jetzt weiter nach hinten ein bisschen. Weil dann, wenn ich während dem Bauen wieder irgendwie ein bisschen Holz brauche, kann ich gerade die vorderen nehmen. Und ja, ich hole jetzt einfach mal vielleicht so ein Stack oder... Ja, mal schauen, wie viel es werden. Aber mindestens mal ein Stack. Weil dann hat man Baumaterial da und ich finde es einfach einfacher, als wenn man dann die ganze Zeit hin und her rennen muss. Bäume abholzen, bauen und so. Hat man halt alles auf einmal. So. Und hier. Ah, und es gibt sogar einen Apfel. Und ein Creeper. Nein, zu dem will ich nicht. Gut, er kommt mir nicht hinterher. So. Irgendwie bin ich auch immer im Sumpf, wenn es gerade Nacht ist. Ich kann einfach nicht am Tag hingehen. Am Tag gehe ich in die Höhle und in der Nacht gehe ich in den Sumpf. Das ist auch ziemlich schlau. So. Und da hinten sind gleich 2 Skelette. Das ist auch gefährlich. Ja, und es hat mich gesehen. Jetzt muss ich schnell zurück. So. Und noch ein Villager-Zombie, ein Schleim, ein Creeper. Okay, ich glaube, ich gehe heute mal schlafen.
Sonst kann ich eh nicht weitermachen. Ja, die Spinne ist ins Wasser gefallen. Die Zombies. Und da ist der Creeper. Und den mache ich aber lieber einen Bogen, weil ich will nicht, dass da die Welt kaputt geht. So. Und ich bin daheim. Sehr gut. So. Ja, das Haus wird langsam. Gut, habe ich hier oben vielleicht auch noch Holz oder sowas drin? Ja, Schwarzeichenholz, aber das brauche ich jetzt nicht. Ansonsten nicht. Okay, dann würde ich jetzt auch sagen, das war's wieder mit der Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen oder sowas habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und wenn ihr Lust habt, auch werten. Und ja, bis zum nächsten Mal.